Aus dem Raum Lörrach braucht man mit Pausen und dem ein oder anderen Stau in Italien etwa 7 Stunden nach Savona. Von Savona aus haben wir dann die Nachtfähre genommen, die um kurz vor 0 Uhr abgelegt hat. Ich würde empfehlen, eine Kabine zu buchen. Morgens um 8 Uhr ist unser Schiff dann in Bastia angekommen. Von dort aus fährt man knapp 2 Stunden mit dem Auto zum Campingplatz Amarina in Algaiola. Der Campingplatz Amarina hat uns sehr gefallen. Die Mobile Homes sind ideal für einen gemütlichen Urlaub. Besonders toll ist auch die ruhige Atmosphäre und der grüne Rasen, der um die meisten Mobile Homes wächst. Einkaufen kann man ganz bequem. 5 Autominuten entfernt in Richtung Il Rouge befindet sich ein großer Supermarkt. Auch eine Bäckerei ist vorhanden, die ist etwa 15 Minuten zu Fuß entfernt und befindet sich in Algaiola. Besonders toll ist außerdem, dass der Strand direkt hinter der Anlage beginnt und man ihn sehr schnell erreicht. Nach Calvi oder Il Rouge kann man mit dem Zug fahren. Der Bahnhof dafür ist direkt am Campingplatz. Für die Fahrt nach Calvi ist man etwa 40 Minuten unterwegs. Fahrkarten kann man im Zug kaufen. Besonders toll ist das Panorama, was man während der Zugfahrt hat, denn die Bahnstrecke führt entlang der Küste. I'm not afraid to die.
Wer gerne wandert, kann vom Campingplatz aus eine Wanderung in das malerische Bergdorf Pinja unternehmen. Von dort aus sind wir weiter nach Corbara gewandert. Es gibt aber auch die Möglichkeit, nach San Antonino zu wandern. Das Dorf liegt noch ein bisschen weiter oben und hat eine noch tollere Aussicht. Aber Vorsicht, die Beschilderung der Wege ist nicht immer einfach zu finden. Bei heißem Wetter würde ich außerdem empfehlen, schon am Morgen loszulaufen.
Nach Lil Rus sind wir mit dem Auto gefahren. Vom Campingplatz aus sind es etwa 15 Minuten. Parken kann man bequem auf einem kostenpflichtigen Parkplatz, der an der Strandpromenade liegt. Der Parkplatz ist direkt im Zentrum, sodass man auch schnell auf dem kleinen Markt ist. In den Gassen gibt es zahlreiche Läden und Restaurants. Wer möchte, kann sogar mit einem kleinen Zug zum Leuchtturm, der an der Spitze von Lil Rus liegt, fahren. Von dort aus hat man eine wunderschöne Aussicht auf das Meer. Vom Campingplatz aus braucht man zu Fuß 15 Minuten bis nach Algaiola. Abends kann man den Sonnenuntergang genießen und in einem der zahlreichen Restaurants zu Abend essen. Die Kugel Eis kostet aber 3,90 Euro und ist damit deutlich teurer als in Deutschland. Eine Bäckerei und ein kleiner Supermarkt sind auch vorhanden für alle diejenigen, die sich selbst versorgen müssen. St. Antonino liegt oberhalb von Pigna in den Bergen Korsikas. Das malerische Dörfchen punktet mit einer tollen Aussicht, engen Gassen und besonders leckerem Zitronensaft. Man kann das Bergdorf von Algaiola aus erwandern oder mit dem Auto hinfahren. Parken kann man auf dem Parkplatz für 2 Euro. Der Plage d'Arenio, wie der Strand am Campingplatz heißt, ist ein sehr schöner Sandstrand mit türkisgrünem Wasser und sehr gut zum Baden geeignet. Aufpassen muss man allerdings mit Kindern, da das Wasser schneller tiefer wird. Bei ruhigem Wellengang kann man super schnorcheln, wobei es sicherlich schönere Schnorchelspots auf Korsika gibt.